Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Irgend sowas. Opa zum Technik, ob das gut geht. Naja, Entschuldigung. Uropas. Uropas, ja genau. So weit kommen wir noch. Ey, aber zumindest war Technik kein Neuland für mich. Das stimmt, das stimmt. Für die CDU sind viele Sachen sowas von Neuland, das glaubt man immer ja noch überhaupt nicht. Die haben gestern den Frei und den Merz zurückgewiesen. An der Grenze habe ich gehört, weil sie keinen Ausweis dabei hatten. Nee, Scherz beiseite. Die Nancy macht jetzt was, ne? Siehst du das? Da geht mal ratzfatz was, was die ja, CDU Nancy 16 steht an Jahre der lang nicht Grenze. geschafft hat. Ja, auch für Konservative gilt das, Ausweispflicht. Ja. Ich bin ja wirklich entsetzt, ne? Gestern der Draghi macht vernünftige Politik, macht vernünftige Vorschläge. Der War das nicht Fiskalpakt der, hat. mit dem Satz, whatever it takes, damals den Ja, Euro und die EU gerettet hat? War der das nicht? genau. Der hat Und den Merkel Euro hat sich schon. wie Bolle Ja, gefreut. Ja? genau. Der hat den Euro tatsächlich schon mal gerettet, im Gegensatz zu Merz und Merkel, die den ja in die Grütze gefahren haben oder es fast geschafft haben mit ihrer Schuldenbremse und mit ihrem Fiskalpakt. Es ist genau das Gegenteil der Fall von dem, was die immer erzählt haben, dass das irgendwie helfen würde. Das macht alles kaputt, sage ich dir. Die schwarze Null war halt viel wichtiger. Hätte ja auch, nee, war wohl auch CDU-Mitglied, ne? Die Schwarzen, ja genau. Und Ja, die immer schwarze Null. höhere Einnahmen, die Haushalte waren immer besser und immer mehr und trotzdem Ja. haben wir null investiert, ne? Und jetzt haben wir Die haben alles die kaputt gespart. Katastrophe. Die haben wirklich alles kaputt gespart. Das muss man Ja, mal aber sagen. die SPD war schuld daran, dass die CDU damals nicht in der GroKo investiert hat. Natürlich war das die SPD. Die war ja lange mit dabei. Ja, also. Ja. Nein, also ich meine, die SPD war natürlich mit dabei. Wir wollen die jetzt nicht freisprechen. Aber Nein. sie tun jetzt in der Koalition die richtigen Schritte, um wirklich wieder eine vernünftige Politik zu fahren, Rudi, das wollen wir doch auch mal deutlich sagen. Sowohl in der Grenzsicherung, die werden das schon europakonform machen, als auch bei der Schuldenbremse wird das europakonform passieren. Und natürlich hat Ich bin Draghi mir auch recht. sicher, dass die anderen europäischen Länder da mitziehen müssen, weil wenn Deutschland so instabil Kann. wird, wie Ja. es jetzt die letzten Wahlen in den Ländern schon gezeigt haben, haben alle europäischen Länder gar nichts davon. Ja, Die du, gucken das ist doch auch jetzt eine, schon das ist wie doch auch eine, Kaninchen auf Schlangen. ja, das ist doch auch eine irrige Annahme. Also es waren doch alle anderen europäischen Länder, die schon beim Fiskalpakt gesagt haben, was ihr Deutschen da macht, ist einfach Unfug. Die Franzosen alle vorweg. Ich bin ja heute Morgen vom Glauben abgefallen, als ich Deutschlandfunk gehört habe. Da sagt dieser Reporter, ja, Frankreich hat doch schon lange die Grenzen zu Deutschland dicht gemacht. Sag mal, hat der es noch alle? Der lebt in Berlin anscheinend oder weiß ich wo. Ich fahre hier täglich über die Grenze, da ist nirgends eine Grenzkontrolle gewesen. Aber gut, lassen wir das mal dahingestellt sein. Das, was die da betreiben, Koalitionsbashing, das Wort wollten wir ja nicht mehr sagen. Ich denke, es wird Zeit, dass man klar macht, dass diese Journalisten, die das Wort Ampel verwenden, das absichtsvoll tun, um eben die Regierung zu desavouieren. Ja, es ist ja nur der Stinksauer. Journalismus, der deutsche Qualitätsjournalismus ist da ja nur Erfüllungsgehilfe der Tendenzen, die sich allgemeinpolitisch breit gemacht haben. Sie sprechen ja alle davon. Niemand sagt einfach Bundesregierung. Das wäre unter anderem zu anderen Zeiten völlig unmöglich gewesen, da irgendwas mehr. GroKo, okay, hat man dann irgendwann gesagt, aber das war mehr verniedlichend. Aber Ampel ist negativ besetzt, und damit muss ich da nichts mehr erklären, was die alles scheinbar verkehrt machen. Ich kann mitbashen. Also bei mir kommt der Begriff nicht mehr vor. In Nee, sämtlichen meinen Foren, bei allen Veröffentlichungen, wird das fortgelassen. Und wer meint, so kommentieren zu müssen bei mir, der wird rausgeschmissen. so ist das. Der schwarz-braune Sumpf mit seinen komischen, kruden Thesen, sowohl bei der Migration als auch bei der Wirtschaftspolitik, die betreiben doch wirklich nur Unfug. Ja? Die haben noch nichts Konstruktives getan, die letzten 16 Jahre, außer dumme Sprüche zu machen und es dem Markt zu überlassen. Ja, ich habe souverän, habe ich ja mal an Fritze Merz geschickt, einen Brief, wo ich um Aufklärung bitte, wie er dann bis Dienstag die Grenzen dann rechtlich sicher dicht machen möchte als CDU-Mensch.
Ich fragte ihn da als Souverän, als Bürger, also als derjenige, der ihn ja schließlich in die Ämter gewählt habe. Und ich Ja. hätte wohl auch ein Recht mal auf eine Antwort. Und ich würde doch darum bitten, dass er das bis Dienstag 9 Uhr mir mal schickt. Ja. Ich erwarte keine Antwort. Also. Nein, der wird dir keine Antwort geben. Er will alles zurückweisen an den Grenzen, ohne zu wissen, wie man das macht. Angela Merkel hat das schon nicht fertiggebracht. Die hat ja behauptet, das ginge überhaupt nicht. Ja. Lassen wir Naja, das in der einfach mal so speziellen stehen. Situation anfänglich, als die da an den Grenzflüssen zu Österreich standen, in den kalten Flüssen und so weiter, hätte man niemanden gerne ertrinken lassen wollen. Das war mir klar, aber wir schaffen das. Ich habe selber ja mit meinem Abgeordneten damals gesehen, was in den Auffanglagern alles schief ging. Da kriegt die Krichte noch nicht mal ein Festnetztelefon organisiert. Die mussten Genau, mit den genau. privaten Handys all die Arbeiten erledigen und. Die wurden alleine gelassen, es war kein Geld da, es waren Ja, keine ja, Betten da, ja. es war gar nichts da. Nein, die Merkel-Politik hat doch eiskalt dann auch noch bei der Bundespolizei gekürzt und hat die Ausgaben zurückgefahren. Die hat das gemacht bei der Bundeswehr, die hat das gemacht bei der Bahn. Die hat überall nur eins gemacht, die schwarze Null im Auge gehabt und gespart, gespart und gespart, kaputt gespart. Ja, sie Das haben doch ist Elite. Schulden zurückgeführt. Sie haben Schulden zurückgeführt. Ja, da, aber haben Die sie nicht. hinterlassen kommenden Generationen einen Schrotthaufen. Das macht die Koalition nicht. Und das finde ich richtig. Das finde ich gut. Da muss man auch mal sagen, das ist das, was wir brauchen. Endlich mal wieder investieren in die Infrastruktur. Endlich mal wieder investieren in die Armee. Endlich mal wieder investieren in auch grüne Also, Energie. eine parlamentarische Geschäftsführerin von der FDP hat das gestern auch wieder so, weil da war ja wieder irgend so ein Gipfel bei den Krankenhäusern und so, Ja. hat wieder diesen Standardsatz: Wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem, hat sie gemeint. Dieser Satz ist So ein sowas von Schwachsinn. Blödsinn, nicht so, aber der zweite Satz ist verräterisch. Aber die Länder seien mit ihren Investitionen im Krankenhausbereich nicht nachgekommen oder so ähnlich. Sie haben das also nicht erfüllt. Ja, sorry. Warum haben die das nicht gemacht? Weil sie kein Geld hatten. Ja, Also, klar. Ich meine, ja, das kann man das. auch mit ein paar Euro hier oder da bei Administration, Verwaltung einsparen, kann Ja. man keine Krankenhäuser bauen und kein Personal täglich bezahlen und. Wir Also haben die. ein Einnahmeproblem. Ja, Es wird natürlich. zu wenig Steuern eingenommen. Ja, und da sind insbesondere die Großen zu wenig beteiligt. Die Konzerne, Firmen und die reichen Familien zahlen so gut wie keine Steuer. Das zahlt alles der kleine Mann. Ich sag dir, den Einbau der Schuldenbremse ins Grundgesetz war eine riesige Eselei. Und das kann man sich auch als SPD nicht verzeihen, das mitgegangen zu sein. Wir als Gewerkschaften, viele haben davor gewarnt, das zu machen. Das war nicht gut. Ja? Und das Schlimme ist ja, diese Eselei kann noch Folgewirkungen zeitigen. Man desavouiert damit auch noch das Grundgesetz, weil das natürlich so aussieht, als wäre jetzt eine Fehlentscheidung im Grundgesetz getroffen worden. Die Fehlentscheidung war, die Schuldenbremse ins Grundgesetz zu schreiben, den Fiskalpakt auf der europäischen Ebene zu initiieren. Das hätte alles nicht sein müssen. Wir brauchen als Europa Geld, mit dem wir auch uns selbst organisieren können. Brauchen wir keine Und zwar Verträge in mit dem Russland? Zukunftsindustrien, wo wir überhaupt nirgendwo mehr führend sind. Da mag Intel Natürlich. nach Magdeburg gehen für 100 Milliarden oder was. Ja. Aber das sind kleine Leuchtturmprojekte. Aber wenn du 15 Kilometer weiter gehst, dann liegt das hinterm Horizont. Ja? Also die USA investieren mit ihrem Inflation Reduction Act in die eigene Infrastruktur. Die Chinesen, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden, was die an Geld rausballern, damit die Infrastruktur stimmt. Selbst die Russen bringen es fertig, in ihre Verteidigung, nein, in ihre Kriegsführung zu investieren. Und wir sollen nicht in die Verteidigung investieren können, wegen einer Schuldenbremse von Frau Merkel. Das will uns Fritze Merz heute wieder im Bundestag weismachen. Das geht doch nicht. Also, es tut mir leid. Da bin ich auch gerade drauf gespannt. Ich habe wenig Zeit, aber da muss man reingucken heute in die Debatten heute und in die Ergebnisse der Gespräche. Da muss man unbedingt reingucken. Aber ich muss auch dem Bundesbürger sagen, wenn er billig, billig, billig China kauft für 2,99 und bei Temu und Temu. Shein, ja, sie wissen gar nicht, was sie damit in der EU und drumherum sogar Türkei und was weiß ich kaputt machen. Ja. Ja.
Nein, also es gibt viel, wo wir uns alle miteinander an die eigene Nase fassen dürfen. Ihr auch da draußen, ihr sollt uns abonnieren. Das passiert mir wesentlich zu wenig im Moment. Denkt dran, wir sind heute da und Rudi. Ja, wir erwarten Widerspruch. Wenn wir hier schon so rumlabern den ganzen Tag und manch einer meint, die müssten wir eigentlich abschalten, schreibt uns das. Ja, Schreibt uns, genau. was ihr fundiert anders machen würdet und anders sagen würdet als wir. Ja, kein Problem. Morgen. Ansonsten, Was morgen kommen interessiert wir mich wieder. morgen das Geschwätz von gestern? Dann reden wir euch nach dem Mund.